Hallo Freunde der Aquaristik. Ich möchte heute ein heikles Thema ansprechen, und zwar geht es um Silikate im Aquarium. Viel diskutiert, meistens versucht man Silikate heute aus den Aquarien rauszuhalten, besonders im Meerwasser. Da wird Silikat als das Übel schlechthin deklariert und auch verstärkt immer mehr im Süßwasser. So, da müssen wir erstmal ansprechen, was ist Silikat überhaupt? Silikat ist der auf der Erde nach Sauerstoff der zweithäufigst vorkommende Stoff überhaupt. Das zeigt, welche Bedeutung Silikat in der Natur hat. Wie kommt Silikat ins Aquariumwasser? Erstens natürlich über das Leitungswasser. Und zwar wird Silikat von den Wasserversorgern als Korrosionsschutzmittel dem Wasser beigefügt. Dieses Silikat soll die Wasserrohre vor Korrosion schützen, also so kommen wir um Silikat im Leitungswasser gar nicht herum. Und wie kann man Silikat aus dem Leitungswasser entfernen? Es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten, vorab das Silikat zu entfernen. Das ist erstens durch Vollentsalzung und zweitens durch Umkehrosmose. Wobei über die Umkehrosmose Silizium nur ungenügend aus dem Wasser entfernt wird. Die Kieselsäure ist von der Molekülgröße so klein, dass es also zu einem nicht unerheblichen Teil die Membran passieren kann. Deshalb empfehlen vor allem Meerwasser-Aquarianer, hinter die Osmoseanlage ein Mischbettharz zu installieren, um auch die letzte Kieselsäure noch aus dem Wasser zu entfernen. Wo kommt Silikat in der Natur vor? Silikat bzw. Siliziumdioxid ist der Grundbaustein von Sand, Kies, Tonmineralien, Quarzen, Glimmer, Asbest, Schiefer, Feldspat, Sandstein und in verschiedenen metallischen Verbindungen. Wie schon gesagt, Silizium ist das zweithäufigste Element in der Erdkruste. Deswegen ist es nicht verwunderlich, dass sich Silikat auch in Wasser löst. Und die Frage ist, wie passiert das? Da Silizium in erster Linie als Siliziumdioxid vorkommt, und das quasi oder nur sehr, sehr gering wasserlöslich ist. Es ist aber trotzdem aufgrund der Menge der Verfügbarkeit eine sehr große Quelle von Silikaten im Wasser. So kann sich Silizium in Form von Kieselsäure im Wasser ganz langsam lösen, und zwar bis zu einer Menge von 120 Milligramm pro Liter. Silizium löst sich, wie schon gesagt, sehr, sehr schwer in Süßwasser. Jedoch mit steigendem pH-Wert steigt auch die Löslichkeit. Also Säuren sind nicht in der Lage, Siliziumdioxid zu lösen, mit Ausnahme von Flusssäure. Wenn man alle Süßwasserquellen, die ins Meer fließen, zusammenrechnet, kommt man auf eine Silizium- oder eine Silikatmenge von mehreren Milliarden Tonnen Eintrag ins Meer pro Jahr. Das sind also erhebliche Mengen. Und als Indiz dafür kann man ansehen, dass marines Oberflächenwasser bedeutend weniger Kieselsäure enthält als Tiefenwasser. Wofür wird Kieselsäure überhaupt im Organismus verwendet? Kieselsäure ist in nicht unerheblicher Menge enthalten. Zum Beispiel enthält Kollagen erhebliche Mengen an Silikat. Kollagen wird zur Bindegewebsstabilisierung und auch zur Knorpelentwicklung verwendet und ist damit auch sehr wichtig für die Bildung von Knochen und Stabilisierung von Knochen. Das gleiche gilt für marine Lebewesen oder überhaupt für Fische, deren Knorpel, also sprich die Gräten, bestehen also zu einem nicht unerheblichen Anteil aus Silizium. Die entstehende Kieselsäure oder auch andere Verbindungen werden unter Verwendung von CO2 über verschiedene Schritte auch wieder in wasserunlösliches Siliziumdioxid umgewandelt, sodass dabei also auch ein Kreislauf entsteht. Trotzdem bleiben nicht unerhebliche Mengen von Silikat bzw. Kieselsäure im Wasser gelöst. Kieselsäure wird vor allem im Süßwasser auch von diversen Wasserpflanzen ins Gewebe und in die Stängel eingelagert zur Stärkung bzw. Stabilisierung des Gewebes. Die weitaus meisten Verbraucher von Kieselsäure leben im Meer.
So besteht ein erheblicher Teil des Planktons zum Beispiel aus Kieselalgen und auch Strahlentierchen, den Radiolarien. Wenn diese absterben oder durch Stoffwechsel der Verbraucher ausgefällt werden, sinken die Skelette der Kieselalgen und Radiolarien auf den Meeresgrund und sedimentieren, sodass also auch ein großer Teil des Meeresgrundes aus Siliziumdioxid besteht. Weiterhin verbrauchen Kieselschwämme Kieselsäure zum Aufbau ihres Skeletts. Und was die meisten Meerwasseraquarianer gar nicht wissen, die Nadeln der Nesselzellen vieler Nesseltiere bestehen ebenfalls aus Siliziumdioxid. Also um es mal ganz klar zu sagen, Silizium ist besonders im Meerwasser ein sehr wichtiger Bestandteil und sollte also keineswegs so völlig entfernt werden, wie es die Meerwasseraquarianer heutzutage tun. Kieselsäure ist also keineswegs der große Feind des Aquariums. Also konkret, Kieselsäure ist ein großer Bestandteil der natürlichen Gewässer, sowohl der Süßgewässer als auch des Meerwassers. Im Aquarium fällt Kieselsäure in erster Linie während der Einlaufzeit, also der Einlaufphase, in Form von Kieselalgen besonders auf. Wenn diese Kieselalgenphase jedoch vorbei ist, ist Silikon oder ist Kieselsäure im Aquarium völlig harmlos und kein Grund zur Beunruhigung. Ganz im Gegenteil. Es ist ein essentieller Stoff im Aquarium, ganz besonders auch im Meerwasseraquarium. Diese provokative Aussage darf natürlich gerne in den Kommentaren diskutiert werden. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere bitte meinen Kanal, aktiviere das Glöckchen, damit du keine weiteren Videos von mir verpasst. Lass bitte ein Like da und nutze die Kommentare. Vielen Dank für dein Interesse.